Heute Nachmittag, genau in einer Stunde, geht es für uns bei Los de Transprovence. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten extremst vorbereitet. Wir haben uns schon ernsthaft vorbereitet, haben abwechslungsreichen Sport gemacht, sind viel Mountainbike gefahren. Ich bin 2500 Kilometer Mountainbike gefahren, um die 30.000 Höhenmeter. Und was wir sonst noch so gemacht haben, werdet ihr im Video hier nachsehen. Viel Spaß! Bis nächste Woche! Vorbereitung Transprovence bedeutet auch Rennradfahren, also viele Kilometer machen. Mit 1500 Höhenmetern und 3000 Tiefenmetern pro Tag wird das eine ernste Woche und da sollten auf gar keinen Fall die Beine schlapp machen. Ich bin der David von Bike Components und ich mache hier den Trainer für Christoph. Der Benny nimmt das, glaube ich, eher so ein bisschen auf die leichte Schulter mit der Transprovence, aber Christoph, den machen wir richtig fit. Und heute erste Aufgabe, Pumptrack fahren. Ein bisschen lockerer werden, das sieht zu steif aus. Ja, schon besser. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber die Beinarbeit ist irgendwie nicht so gut. Schnell fahren ist ja das eine, aber die Fans zieht man mit Tricks und mit Style auf seine Seite. Komm, jetzt zeigen wir noch mal einen richtigen Tag neu. Ja, sehr schön. Transprovence nächste Woche. Ich hoffe, ich heute noch mal fit. Wird ein lustiges Event, aber ich denke auch physisch wird das eine harte Nuss. Drum mache ich mal lieber weiter und hoffe, das bringt's für die Woche. Macht's gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ohne den Ronne, also ohne den David als Trainer, würde es mir schwerfallen, jeden Morgen mich aufzuraffen und trainieren zu gehen. Für die Transprovence übe ich schon mal Zelten. Wir müssen ja eine Woche circa zelten. Grundlagenausdauertraining natürlich, wie viele andere auch, mit dem Rad zur Arbeit. Also in den nächsten Wochen werde ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Bei mir ist das Problem, der Weg ist nicht ganz so weit. So, bis später! Vorbereitung Transprovence. Ich bin gejoggt. Ich bin Rennrad gefahren, habe mich im BC Sportunterricht zugrunde geschindet, ein- bis zweimal die Woche. Was aber nie zu kurz gekommen ist, ist Trailfahren. Tja, da mache ich jetzt mal. Ne?